Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Disney Legacy Challenge. Die letzte Folge war eine sehr gemischte Folge. Es war auf der einen Seite eine gute Nachricht, dass wir Bambi wieder bei uns in der Familie haben. Auf der anderen Seite hat Snow ihre Mutter verloren, zu der sie gerade angefangen hat, eine bessere Beziehung aufzubauen. Aber wir haben auch im Lotto gewonnen, also im Glücksrad Lotto, und haben 10.000 Simoleons mehr dazu bekommen. Ich möchte etwas ausbauen, denn ich möchte, dass Snows Vater Marvin einsieht und sie wenigstens mit ihrem Vater noch mehr Zeit verbringen kann. Und deswegen habe ich gedacht, wir nutzen diese 10.000 Simoleons, um das Haus auszubauen. Und wir werden für Marvin hier ein Zimmer einrichten. Das heißt, wir müssen das Wohnzimmer etwas verlagern. Und ich habe mir gedacht, der Eingang, der sieht eh nicht ganz aus, als wenn er mittig wäre. Den geben wir da rüber. Und ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt in einen Speedpick mache oder nicht. Auf jeden Fall fange ich mal an.
meine Lieben, und wir sind fertig, endlich. Und ich glaube, ich kann zufrieden sein mit dem, was wir zusammengebracht haben. Ich habe mich entschieden, das Ganze dann als Speedbild zu machen, weil ich doch gern noch ein Let's Play machen wollte. Und wie ihr gesehen habt, ich habe ein bisschen umdisponiert, habe da mich rausgekämpft. Ich weiß nicht, warum da quasi die Decke fehlt oder so. Ich werde versuchen, das dann mir anzuschauen. Aber auf jeden Fall gehen wir mal sagen, automatische Lichter. So, auf jeden Fall haben wir da hinten angebaut. Ihr habt es ja gesehen. Das wird jetzt Marvins Zimmer. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was könnte ich da hinmachen. Mir ist nichts eingefallen. Vielleicht fällt ja euch was ein. Und wir haben eine Waschküche. Yay! Das freut mich besonders, dass wir jetzt auch mal sowas haben. Und wir haben da noch sehr viel Platz für anderen Kram. Also vielleicht nutzen wir das noch. Und wir haben da nicht jetzt da alles zubauen müssen, weil ich mag eigentlich diesen offenen Bereich. Der, was irgendwann vielleicht hier mal herkommen würde, ist eine Garderobe, aber das steht noch offen. Auch das Badezimmer gefällt mir soweit mit dem Kasten und alles. Also eigentlich haben wir nicht viel verändern müssen. Und ich glaube, das kann man schon so lassen. Ja. Und würde sagen, bevor ich jetzt starte, wird Snow ihren Vater bitten einzuziehen. Das geht schon. Ich hoffe, das können wir schon als Option wählen. Dann werde ich ihn einfach so zur Familie hinzufügen. Ich hasse es. Er ist ihr Vater und trotzdem hat sie kaum Beziehung zu ihm. So, dann werden wir ihn einfach so zur Familie hinzufügen. Und zwar so. Und jetzt ist er ein Teil unserer Familie. Haben wir den Zimmer. Und dann werden wir gleich sagen, die Linke. Auf jeden Fall. Hier. Und wir haben Snows Vater in der Familie und dass sie noch sehr viel Zeit also mit ihm zusammen verbringen kann. Und ich glaube, es ist ein bisschen unter. Da schwebt ein Teller in der Luft. Ist okay. So, Cindy geht es echt nicht gut. Cindy, gönn dir doch mal ein Bad. Sofern das jetzt nicht gerade belegt wird. aber ich glaube, ihr stört euch nicht gegenseitig, oder? Nein. Oh nein, Snow! Snow, du bist müde. Okay, du bist extrem müde. Ich schick dich mal schlafen. So. Keine Ahnung, warum das nicht geht. So, was brauchst du? Weil du gehst noch nicht schlafen, bevor ich nicht weiß, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Nein, du gehst deine Hausaufgaben machen. So, wie sieht's mit dir aus? Du bist noch am Essen. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Du machst deine Hausaufgaben. Du wirst sie nicht machen, aber du kannst dein Pfadfinderhandbuch lesen. Oh, Gott. Oh. Wieso bist du peinlich berührt? Ach, wieso bleibt das nicht offen? Wahrscheinlich wegen Cindy. Ja, okay, wenn du keinen Bock hast, dann geh einfach schlafen. Geh einfach schlafen. Ach, mir kommt das Haus immer mehr und mehr so gefallen an. Ach. So, Bambi braucht auch irgendwas, aber Snow schläft. Hey, du könntest doch... Oh. Du könntest doch mal anfangen, dich ein bisschen mit Bambi anzufreunden.
Streicheln, Leckerchen geben. Und wenn du magst, kannst du dann eine kurze Runde spazieren gehen. So, was brauchst du? Blase, okay. Traurig. Wie sieht es mit deinen Fähigkeiten aus? Du könntest mal hier einen Turm bauen. So, was machst du? Du bist müde. Dann geh bitte schlafen. Hier. So, wir müssen jeden mal abarbeiten. So, du bist auch müde, du gehst nachdem du die Hausaufgaben fertig hast, auch schlafen. So, und wie sieht es mit dir aus? Du bist gerade in Fantasie aus, sonst geht es dir gut. Sonst geht es den Kleinen gut, außer dass sie pinkeln muss. Und George geht einfach schlafen. George, du solltest was essen. Nein, schön, dass du müde bist. Ja, eingerichtet. So. George, geh bitte essen. Und nutze es jetzt nicht aus, dass dein Stiefvater hier ist, um schlafen zu gehen. So nicht, mein Lieber. So nicht. So. Nervt. So, mal pinkeln gehen. Du brauchst zwar Spaß, aber du wirst auch schlafen gehen. Oh, meine Bildschirm oben. Und wie sieht es mit dir aus, Blase? Willst du noch mal essen, kannst du dann auch aufs Klo gehen. Das ist doch perfekt. Und wieder liegt alles am Boden rum. Also in der Familie, alle schmeißen einfach alles auf den Boden. Und wer hat da seine Hausaufgaben vergessen? Wer hat keine Hausaufgaben? Das sind nicht deine. Das sind deine. Dann rein in dein Inventar. Ist ja nicht so gut. Wir müssen schauen, dass wir deine Noten verbessern. So, du gehst dann schlafen. So, dann haben wir nur noch dich. Du gehst dann aufs Klo. Und dann kannst du dich um die Kleinen ein bisschen kümmern. Der irgendwer muss von den Erwachsenen runterbleiben. Auch wenn die gerade so süß alleine spielen. Das Spiel ist schon manchmal eigenartig. Ja. Möchte ein Bild machen. Von euch beiden. Oh. Das ist schön. Was ist denn das dahin? Jetzt habe ich dich. Nee. Du geh mal mit Bambi spazieren. Quatsch, was machst du? Ups. Schatz, du bist so ekelhaft. Wir geschlafen jetzt endlich. Wir brauchen ja noch nichts. Also, sie muss zwar. Okay, sie macht gerade in die Windel, aber das ist okay, das ist okay. Sie sitzt da. Und freut sich ihres Lebens. Und ich sage, das ist einfach so ein zentraler Punkt einfach. Und ich finde diese offene, dieses offene einfach viel schöner. Ich meine, ja, das Wohnzimmer sieht leer aus, aber kommt ja alles noch. Das kommt alles. Aber mir gefällt das. Und jetzt so mit der Terrasse sieht es auch noch mehr nach Haus aus. Also es wird langsam. Es wird langsam. Du gehst jetzt probieren. Mal ihr zwei Süßen.
neugierig, wie das dann wird, ob wir dann die volle Überforderung haben, wenn wir dann überall Wäsche liegen haben, die wir waschen müssen. Sie tragen ja so schon nicht ihre Teller weg. Sie stellen alles einfach irgendwo hin. Oder es dauert ewig, bis irgendwas repariert worden ist. Ja, die 10.000 Simoleons haben wir auf jeden Fall sehr gut runtergebracht. Finde ich. So. Und ihr könnt mir ja gerne schreiben in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass wir Marvin jetzt bei uns wohnen haben. Ja klar, ich meine, wir haben hier jetzt 10 Sims und wenn irgendwas schief läuft, dann ist der ganze Haushalt im Arsch. Es wird ja auch nicht für ewig sein, aber ich finde, Snow sollte mit ihrem Vater Zeit verbringen können. Sie hat mit ihrer Mutter schon nicht viel Zeit verbringen können und wer weiß, wie lange Marvin noch hat und es wird ja nicht ewig so bleiben, weil irgendwann ziehen ja die Zwillinge aus. Die zwei ziehen dann aus, wenn sie erwachsen sind. Aber ja, ich wollte das haben. Und wann kommt ihr von euren Spaziergang zurück? Hallo? Na, ihr zwei? Ich glaube, du kannst schon langsam mal nach Hause kommen mit Bambi. Jetzt wird es langsam Zeit. Ich meine, es ist jetzt nicht so. Aber ich glaube, ich werde trotzdem jetzt mal euch schlafen schicken. Und. Oh. No. Oh, du hast in die Badewanne. Ist okay, Snow. Oh, die sind alle mega drauf. No, es tut mir so leid. Ja, ich gehe schon. Tut mir leid, ne? Du könntest da mal so einen Mega-Verkauf machen. Und die Bienen schlafen jetzt natürlich, weil Winter ist. Hey, aber wir können Honig sammeln? Dann gehen wir Honig sammeln. Wer weiß, für was das gut ist. Wieso? Und jetzt kannst du viel schneller rausgehen, weil du einfach hinten rausgehen musst. Oh, wir haben. Okay, das steht eigentlich gar nicht so schlecht jetzt. Yay! Steh dir was auf und lass dich nicht wieder stechen, Snow. Mit Bienen verbinden? Okay, im Gewächshaus ist das nicht so schlimm. Yay! Nein, jetzt wird sie direkt angegriffen. Na toll. Dann hat sie gleich wieder schlechte Laune. Snow, du könntest das hier mal säubern. Und dann, wieso hängt jetzt ein? Ach, es tut mir leid, Snow. Ich bin irgendwie auf blöde Ideen gekommen. Es tut mir leid. Tut mir leid, ich habe nichts gemacht. Kannst du da nicht mal sagen, hier hingehen? Doch, ich kann sagen, hier hingehen. Verwenden. Und komm, lass. Ach so, dann sind wir hier unten. Und dann gehst du schlafen. Snow, 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 Snow. Geh nach oben. Geh nach oben. Warum gehst du nicht nach oben? Da, geh schlafen. Ach so, ich wollte irgendwie hier hin. Geht es ändern? Dann irgendwie. Ich kann da nicht hin. Da kann ich hingehen, aber da nicht. Okay, keine Ahnung. Nein! Oh, sie geht noch unten. Irgendwas dafür. Es ist wie, als wenn da ein Dach fehlen würde oder so. Aber es ist ja eigentlich was drauf. Ich schaue mir das später dann an, was da schief gelaufen ist beim Bauen.
Beispiel. Auf die Klo. Ja. Wie sieht das denn jetzt aus? Ja, noch. So viel Zeit. Handy Geburtstag hat. Marvin, gehst du jetzt schlafen? Bitte. Ich bitte darum. Das Geburtstag von Cindy. Mist. Hm? In dem, ja? Nein. Aber du gehst nicht baden, du gehst duschen. Sehr schön. Duschen. Okay. Und dann schaue ich gleich mal, wie du findest. Mal aufstehen und Frühstück kochen. Mach mal Rühmer mit Speck. Aufstehen, bevor der Rest der Bande munter wird. Das braucht Spaß. Nein, warte, stopp. Und zwar gehst du zuerst mal Tisch decken und zwar machst du eine schicke Location punktet und dann gehst du ein Frühstück mit Rührei. So. Dass wir wenigstens ein bisschen da was machen. Oh. Bernard. Das ist okay. Das ist. Mach das. Heul ein bisschen rum. Und du? Bist du da? Die Manieren von Cindy L erreichen für den Erwerb von. Merk mal gute Manieren aus. So, mehr schaffen wir eh nicht. Manieren und das passt dann schon. Ich glaube, ich werde da das nie schaffen, weil wenn du so viel Sims hast, ist es einfach für mich halt. Für andere vielleicht nicht so, aber. Hier gehst du kochen. Machst du euch ein Frühstück? Es ist Samstag. Wochenende. Yay! Achso, das hat er wieder zurück gemacht. Kann ich das nicht da in die. Muss irgendwer wegräumen. Wenn du fertig bist, könntest du dir das aufräumen und das vielleicht leeren. Aber das ist ekelhaft. Und dann schauen wir mal, die schlafen alle. Die wecken mir jetzt auch nicht vorzeitig auf, würde ich sagen. Ja, die heulen alle die ganze Nacht schon irgendwie. Du musst ganz dringend pieseln. Dann gehen wir schnell aufs Klo. Ich weiß, da ist jemand gerade in der Dusche, das ist aber egal. Jetzt geh, ich hab ja schon gesagt, mach bitte. Ja, passt. Und dann. Oh mein Gott! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Cindy? 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 Sie kocht einfach weiter so, ist mir egal, ob es brennt oder nicht. Cindy? 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 Selbst löschen. Hallo? Also komm, so werden wenigstens alle mal wach. Cindy? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe! Ach mein Gott, was machst du, Cindy? Ja, gehen wir mal ersetzen und. Oh mein Gott, da geht ja auch so viel. Aber geht da ja nicht anders. So. Bernhard!
Man nimmt sich einfach Reste. Machen den Obstsalat. Und nein, du nimmst jetzt nichts zum Essen. Ich habe gesagt, du sollst bitte aufs Klo gehen. Ich schau mal. Ist auch munter. Und die Kleinkinder werden einfach da drinnen gelassen, ne? Die armen Geisterwahl. Während Cindy den Salat macht, das umbauen, muss das jetzt ein bisschen mehr kontrolliert machen. Du gehst da ein Spielzeug spielen. Machst du? Du gehst wieder. Du lass die Kinder bitte. Du kannst tun, was du willst, weil du wirst eh nicht vorzeitig essen gehen. Kannst du eigentlich. Nein, du kannst nicht einmal Wäsche machen, weil irgendwie nirgends so Wäsche zu machen ist. Das kann ich dich machen lassen. Du kannst da hinten mal schnell einen Mietverkauf machen. Cindy geht kochen. Und du brauchst Spaß, du kannst auch mal Fernsehschauen gehen. Und du bist schon, was ich irgendwie voll uncool finde, dass du das machst. Und dann gehst du bitte auch aus, wenn du fährst. Dort kannst du hier Boden putzen. Ja, ihr könnt euch eh nicht selber zum Essen nehmen eigentlich. Ach, wie lang brauchst du, James? James hat nicht mal gepieselt. Machst du jetzt mal irgendwas? James. Ja, okay. SMS-Notfall. Ich habe jemand eine SMS geschrieben, aber obwohl das schon eine Stunde her ist, hat er sich noch nicht gemeldet. Soll ich ihm nochmal schreiben? Nee, warte auf eine Antwort. Ist doch irgendwie voll unhöflich, ne? Snow, geh bitte pieseln, bevor du dich anmachst. Und Cindy muss noch ein Essen. Gott. Duschen gehen. ach nein. Cindy, das Essen ist nicht gerade. Und James hat sich einfach selber was gegeben. Ja. Es ist. Auch nicht verwunderlich, da ein Gericht nehmen. Und du darfst dann auch ein Gericht nehmen. Du kannst ja auch ein Gericht nehmen. So. Die Kinder werden, die Kleinen haben auch Hunger. Gericht nehmen. Offensiv spielen. Offensiv spielen. So, ein Gericht nehmen. So. Du bist mega angespannt. Ausgesetzt wegen kranken Sim in der Nähe. Wer ist denn krank? Wer ist denn krank? Wo haben wir einen kranken Sim? Den schicken wir sofort dann ins Krankenhaus. Du bist nicht krank. Bist du krank? Welcher Sim ist denn krank? Oh. Du bist krank. Okay, Church. Dann gehst du Behandlung. Da krank. Nicht alleine. Hör auf zu essen. Weil wir wollen nicht, dass du die ganze Familie ansteckst. Oh, Cindy. Oh. Ich glaube dir, dass du dich nicht wohlfühlst. Das war wieder mal eine Folge. Ich sag euch was. geh bitte dann duschen. Ich werde jetzt dann einen Friedhof bauen gehen und dann im nächsten Part mit der Familie dorthin reisen. Quasi eine kleine Vererdigung, eine kleine Beerdigung machen.
Oje, und Marvin ist doch nicht wie so ein kleines Schwein. Aber wenigstens haben die Enkelkinder jetzt was von ihm auch und er kackt. Widerlich. Vielleicht gegen Sim. Ja, wie würdest du ausschauen, wenn du... Ah. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns das nächste Mal in einer neuen Folge wieder. Tschüss!